Moin Leute, Sebel hier und willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Heute in der Folge werden wir den Sumpf jetzt erstmal untersuchen. Versuchen durch das Labyrinth hier in dem Sumpf zu kommen. Aber ich habe noch nicht die perfekte Lösung, wie wir denn das machen. Ich könnte hier jetzt angeln. Dazu brauche ich aber erstmal eine Angel. Die ich noch nicht habe. Dafür brauche ich die Motten. Die muss ich jetzt erstmal noch erforschen. Ihr seht, ich habe noch einiges vor mir hier in diesem ganzen Geraffel. Deswegen werden wir jetzt hier mal Step by Step alles mitnehmen, was irgendwie geht. Wahrscheinlich jetzt gefühlt den ganzen Tag hier am Sumpf, dann verpasse ich zwar den komischen Inquisitor, aber den brauche ich auch im Moment noch nicht, zumindest nicht prioritätstechnisch. Da muss ich mir nochmal was überlegen dann dazu. Ja, da werden wir jetzt da reingehen und schauen mal, was wir da alles brauchen. So, da geht's hier runter. Das können wir wieder mal mitnehmen. Ein Traum, einfach ein Traum. So. Dieses gute alte Schluck auf Gras und sehr wahrscheinlich hilft das jetzt wieder dem Händler, der ja irgendwie da mit dem Schluck auf Probleme hat. Brauchen wir das überhaupt für den? Wo ist er denn, dieser komische Typ? Kaufmann, bring dem Händler Schluck auf Gras. Doch, da steht es doch sogar relativ einfach. Kann man jetzt auch, wenn man ehrlich ist, nicht so viel falsch machen. Man muss halt nur wissen, wo man es findet. Und das war jetzt ja auch mehr ein Zufall, dass es einfach ein anderes Gras ist. Ich glaube, das sagt es einem. Hat es einem nicht sogar gesagt, dass es irgendwo hier auffindbar ist? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Oh, so, da haben wir jetzt irgendwas zu. Das nichts, kann ich nicht. Achso, es war nur Wasser. Ich gedacht, da ist vielleicht irgendwie ein Tierchen, das ich da nutzen könnte. So. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Jetzt gucken wir mal, was brauchen wir denn hier alles? Jawohl, haben wir dabei. Gut, da brauchen wir wirklich nur die. Das ist gut. Dann machen wir hier gleich die Brücke hin, dass wir nachher zurückkommen. Also sonst rennen wir da immer diesen Weg, wo ich jetzt gerade gelaufen bin. Und das ist hardcore nervig, sage ich euch. So, das haben wir erledigt. Können wir hier umhacken. Oh, jetzt gibt es da wieder eine Leiche. Wahrscheinlich bringt er mir die immer sonntags. Wäre ja eine Möglichkeit. So, Storyline. Wie geht's weiter? In fort mit dir, böser Geist. Ich bin kein Geist. Ich bin der Friedhofswärter. Bist du sicher, dass du echt bist? Nee, ich bin unsicher. Ich bin ja nur ein Mensch. Nicht hundertprozentig, aber ziemlich sicher. Okay. Und wer bist du? Wer bist du? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich versuche schon seit einigen Wochen die Antwort zu finden und ich habe ein paar Theorien. Sehe ich eher aus wie eine Hexe oder eine Märchenprinzessin? Was meinst du? Eine Hexe. Da hast du wohl recht, ja. Ich bin zu schlau, um eine Prinzessin zu sein, ja. Wie dem auch sei, ich brauche deine Hilfe. Ah ja, die brauchen alle immer meine Hilfe. Also was haben die wohl ohne den Friedhofswärter gemacht? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin nur mit dieser Notiz in meiner Hand aufgewacht. Falls du dein Gedächtnis verlierst, koche den Weihrauch und die Biene im Kessel. Trink das, die Zutaten sollten schon im Kessel sein. Viel Glück wünsch dir du aus der Vergangenheit. Aha. Und? Hast du es versucht? Siehst du hier vielleicht irgendeinen Kessel rumliegen? Nein. Ich auch nicht. Wir haben also zwei Optionen. Entweder machst du mir diesen Trank, sollte nicht zu schwierig sein, oder du bringst mir einen neuen Kessel und besorgst mir die Zutaten. Oh, wo finde ich denn einen Schmied? Okay, also muss ich mal kurz gucken zum Schmied. Also ich kann jetzt, ich glaube alchemitisch, Handmischer und Alchemiemühle, das ist schon mal gut. Brennende Hexe, gut. Mein Vogelfreund hat mir erzählt, dass du einen Garten hast. Stimmt das? Ja. Ich pflanze gerade. Bist du interessiert daran? Eine alte Frau zu helfen. Jetzt bin ich wieder gespannt. Was muss ich diesmal machen? Kürbis. Ein silberner Kürbis. Okay, Kürbis. Dann machen wir mal Kürbis für die Alte. Gut, also die will nur Zeug von mir. Die will einen Kessel oder die will einen Heiltrank. Kessel oder Heiltrank. Geht beides. Gut. Müssen wir mal gucken, wie man die Storyline dann hier weiterkriegt. Aber spontan hätte ich gesagt,
Heiltrank könnte man vielleicht Erfolg dann haben, je nachdem, wie man es hinkriege, mit dem Keller. Weil ich muss ja über kurz oder lang irgendwie da in den Keller von der Kirche. Wenn ich da runterkomme, und ich glaube, da gibt es auch sowas wie bei Stardew Valley, gab es eine Mine. Hier ist keine Mine, ich weiß noch nicht, wie man so einen Kirchenkeller, sage ich jetzt vielleicht mal, vielleicht trifft es das ganz gut. Und im Kirchenkeller, das sind wir dann ja relativ schnell auch in dem Thema. Ja, okay, der kann mir jetzt hier nicht groß helfen. Wir können jetzt hier nur immer das Ding fertig machen. Ah, da haben wir nichts mehr zum Reparieren. So, schade drum. Ah doch, das können wir hier mal machen. So, die Grabumrandung. Ah, schiebt er mich mal in Holz mit, Mensch. Das ist ja ein Luxus, was wir hier haben. Also, jetzt haben wir das alles. Und der Friedhof sieht immer noch nach wie vor beschissen aus. Also, jetzt müssen wir das alles mal machen, dass das passt. So, die Leiche nehmen wir mit. Ja, wir vergraben es jetzt einfach. Was will schon anderes machen, also. Gut. Fleisch nehmen wir mal mit. So. Ja, das ist jetzt eine gute Frage wieder. Wie tut man wieder Leichen zerlegen? Ja, dann machen wir das jetzt mal so. Aber wahrscheinlich. Probieren wir mal, was wir jetzt mit der anfangen können. Jetzt haben wir einen Schädel vielleicht. Vielleicht hilft es uns. Ah, perfekt. Und das machen wir jetzt noch. Schädel war das wie immer ein Kopf neu. So, das heißt, wir haben drei. Von dem jetzt nehmen wir die Leiche hier mit. Das ist wichtig. Jetzt müssen wir hier ein neues Grab ausheben. Die vergraben. Sonst wird es nichts. Grab ausheben. Die haben wir jetzt da rein. Dann können wir hier zumindest mal ein einigermaßen gutes Grab machen. Also irgendwann sorgen wir das Zeug da logischerweise. Aber jetzt im Moment ist es so. Ah, jetzt habe ich keinen Platz mehr oder was? Die Exhumierungsthematik. Ne, nicht für die Exhumierung, für die. Den Spaß hier halt einfach. Also, was machen wir denn jetzt hier? Ach, das Holzstückchen können wir mal hier lassen. Das bringt uns jetzt gerade das eine, wird uns jetzt nicht arm machen. Das muss man sagen. Oh. So. Also, zurück. Zurück. Was haben wir jetzt hier? Da haben wir jetzt die Frau Anmut. Tag ist das, wenn ich es richtig zusammenkriege. Mit dem Frau Anmut Tag können wir eigentlich rein gar nichts machen. So. Genau. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir dann damit umgehen. Das ist alles Essen, 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 Essen. So, das heißt über... Ja. Jetzt warten wir noch einen Tick. Und dann gehen wir in den Bereich über. Schluck auf Gras wegzubringen. Das Blut kann hier rein, den Kopf kann rein, das... Zack. Machen wir jetzt mal alles so. Äpfel da rein. Das behalten wir alles so. Dann bringen wir... Kurz nachdenken. Wir bringen das Schluckaufgras zum Händler. Gehen dann in die... Gehen dann in die Taverne, holen uns das Geld. Vom Rückweg holen wir uns Samen. Ja. Genau. Das machen wir jetzt mal. Jetzt legen wir uns aber erstmal. Naja, was heißt schlafen legen? Ne, wir machen das so. Wie viel haben wir hier wieder von den Dinger? So, ich brauche 50. So. So, dann kann das doch vor sich dahin köcheln. So, mal aufpassen, dass wir da genügend kriegen. So.
wird langsam, ne? Gut, das hat man. Wir hatten mal schon mal ein bisschen was. Vor allem, die bringen uns jetzt rein gar nichts im Moment. Das heißt, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Balken, was brauchen wir hier? Da brauchen wir die Balken dafür. Jetzt stellen wir da einfach mal noch ein paar Balken her. Machen wir mal so. Kann man jetzt ja alle immer brauchen. Ja, perfekt ist nett, das jetzt zu tun, aber es ist nun mal jetzt so Holzscheit. Die brauchen wir jetzt auch, würde ich sagen. So, die haben wir. Dann haben wir ja schon wieder. So. Machen wir da mal 10 Stück, dass wir da ein bisschen was wenigstens auf Reserve haben. So. Ein bisschen was nehmen wir mal mit. Kann ja sich nur noch um Stunden handeln. Ja, in dem ganzen Crafting-Bereich ist das halt einfach enorm wichtig. So. Das haben wir. Zack, zack, zack. Das kann da alles rein. Dann brauchen wir jetzt den Torf, bringt uns nichts. Torf bringt uns wirklich rein gar nichts im Moment. Das bringt uns nichts. Wir können nur wieder hier alles einsammeln. Aber Anmut hilft uns auch gerade nicht weiter. Ja, die Motten. Das könnte man theoretisch tun, wenn ich da genügend dafür habe. Wo haben wir es denn? Schmiedekunst, den Amboss. Ja, den können wir noch nichts machen. Machen wir mal den Amboss noch. Das ist wichtig. Da weiterkommen. Landwirtschaft. Gärtner umpflanzen. Ja, alles, was wir jetzt innen dran karren können. Alchemielager bringt uns auch noch nichts. Wichtige Teile brauchen wir, ja, definitiv irgendwann. Herstellungsschwert am Amboss. Ja, aber das ist noch zu. Ja, kann man schon alles tun, aber ob es uns jetzt wirklich weiterhilft. Holzfäller. Ja, da brauchen wir alles das blaue Zeug. Blau, blau, blau. Da brauchen wir auch dann überall das blaue Zeug. Das heißt, Glas wäre noch eine Möglichkeit. Umpflanzen. Wäre jetzt nicht das große, aber wir bräuchten ja eigentlich. Ah ne, da brauche ich dann auch. Für die Kreissäge brauche ich auch 10 von denen, ja. Von daher müssen wir. Ja, komm, jetzt erforschen wir mal diese ganzen Sachen, dass wir da auf jeden Fall mal einen Schritt weiter sind. Die Sache zumindest, die wir mitnehmen können. Der geborene Schmied. Brauchen wir auch das. Also Verbesserung, Betenstäben. Können wir mitnehmen. Ja, das Umpflanzen von mir ist auch. Hier können wir noch gar nichts machen. Ja, die wichtigen Teile. So, jetzt haben wir alles mal wieder reduziert und alles eingesammelt. So. Gut, Grabsteine können wir mal ein paar herstellen. Ich glaube, das hilft uns schon dann auch nochmal. Vielleicht den Friedhof zu verschönern. Dass wir mal relativ schnell auf die 10 da kommen. Und es gibt halt Punkte, also da brauchen wir jetzt ja nichts diskutieren. Gucken wir, dass wir die herstellen. Und dass wir dann relativ schnell schlafen gehen, genau. So, die haben wir jetzt mal. Okay, die müssen wir jetzt einzeln transportieren. Dann packen wir die drüben in die Kiste rein. Wie viele Gräber haben wir? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gut, ein paar sind vielleicht ja noch gut. Wir machen es jetzt eh erstmal ohne Sinn und Verstand, wenn wir ehrlich sind.
Exhumierungs-Hammer. Jetzt gehen wir zum Händler und dann müssen wir in den Keller den Typ nochmal suchen. Der war ja eigentlich da, aber eigentlich mag er uns ja nicht zwingend. So, das packen wir da rein, das können wir noch hier reinpacken. Die Made und so weiter und so fort. Ja, wir können maximal noch das hier lassen. Dünger. Die Made kann hier bleiben. Der Pilz. Die Beere. Ah, das ist halt nix. Das ist halt nix, ne? Geschichte, Brennungs Energietrank, ja, aber ich gehe jetzt nicht hin und nehme den Energietrank und verschwende den, brauche ich mal später noch. Irgendwann. Aber gut, ich mache es in so Spiele, so du sammelst das Zeug und bist zu geizig, es auszugeben, aber eigentlich ist ja genau dafür da, es auszugeben. Ja, müssen wir gucken. Ja, müssen wir uns anschauen. Beeren haben auf jeden Fall mal genügend. Grüner Schleim, da könnte ich doch, glaube ich, auch irgendwas herstellen damit. Weiß noch nicht mehr wo. Grüner Schleim hier. Ah, da brauche ich Honig dazu oder Beerensaft. Das könnte ich hier. Ja, es wird ein roter. Wäre auch eine Option, das zu tun. So. Gut. On the way. Eternity. Nein, natürlich nicht. Wir gehen jetzt zum Händler. Gehen in die Taverne. In der Taverne verkaufen wir das Ganze dann auf dem Rückweg, holen wir uns Kartoffelsamen. Hoffentlich, dass wir einfach ein paar mehr bekommen diesmal. Dass wir schön einpflanzen können. Dass die sich irgendwann auch selber tragen, das wäre halt einfach wichtig. Dass ich da gar nicht mehr so viele Samen kaufen muss, sondern dass wir es selber auf die Kette kriegen. So. Also, hier Schluck auf Gras. Eine Geschichte, jawohl. Vom würzigen Keks, den ich habe. Oh, er spürt gar nichts mehr zum Essen. So. Das ist der Fluch. Als ich noch jung war, wurde mir vorher gesagt, dass ich das verlieren würde, was mir am wichtigsten ist. Oh Gott, wer hat dir das gesagt? Eine alte Wahrsagerin. Ich bin mit meiner Karawane durch die Wüste bei den nördlichen Bergen gereist. Wir machten an einer Oase Halt und da war diese alte Frau. Alles, was ich sagte, wurde wahr. Und jetzt auch noch das. Tut mir echt leid. Warte mal, kennst du vielleicht irgendwelche Hexen? Nö. Der Inquisitor hat sie alle erwischt. Wenn die alte Clotho noch am Leben wäre, sie war schon ziemlich alt, als ich jung war. Wenn sie noch am Leben ist, muss sie eine echte Hexe sein. Du sollst sie in der Mitte des... Ja gut, die haben wir ja schon gefunden. Sag ihr, dass der Händler und Priester, der ihr immer die Liebestränke abgekauft hat, ihre Hilfe braucht. Daran erinnert sie sich bestimmt. Du warst mal Priester? Nein, mein Bruder war der Priester. Darüber will ich gerade nicht reden. Ich zähle auf dich, mein Freund. Heile meinen Fluch. Also gut. Was bietest du mir? Du bietest mir später die Trauben und Seide, Goldverzierung, ja. Also irgend so ein Scheiß halt. So, jetzt verkaufen wir das, dass wir Kohle da reinspielen. In das ganze Handeln. Das Ding. Guck mal. Oh ja, ein bisschen was können wir da dann schon verkaufen. Ja gut, ich meine, wir haben noch was. Machen wir das so. Dann haben wir 4. Da können wir richtig viel Samen dafür kaufen. Ja, makes sense. Erstmal Geld reinspielen. Ist zwar jetzt vielleicht nicht optimal alles, aber es hilft. Geil wäre, wenn ich denn hier das Beet leer pflücken könnte. Aber was soll's denn? Was soll's? Ah ja, wenn wir hier schon sind, da ist ja der Schmied. Können wir dann mal kurz gucken, was der denn für die... Das kostet wahrscheinlich Schweine viel Geld jetzt, oder? Ah, die gibt es hier noch gar nicht, also. No chance.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich mir die den Kessel, was die da will, die alt, die Kloto, kaufen kann, aber das sieht nicht möglich. Ich glaube fast, dass der Heiltrank leichter zu bekommen ist als der Kessel tatsächlich. Weil ich könnte jetzt überlegen, wenn ich jetzt morgen runterkomme in den Keller, da ein paar Dinge kaputt hat, dass ich vielleicht durch Glück relativ schnell an den Heiltrank komme. Ja, damit wäre auch das Problem dann behoben. Ich glaube, das hört sich jetzt mal nach einem Plan an. So. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt die Beeren, die bringen wir zurück. Ah, Mist, jetzt bin ich vorbeigelatscht. Ich wollte doch für das Geld. Ja. Ah, das war ein Denkfehler. Jetzt war ich wieder zu weit schon, wollte schon wieder über das nächste nachhirnen. Aber eigentlich brauche ich nur die Samen. Das ist jetzt das A und O. Ich brauche jetzt Samen. Es ist nur die Frage, welche Samen nehmen wir. Eigentlich am einfachsten wäre es, wir fokussieren uns jetzt auf Karotte. Die Quest will ich noch gar nicht eigentlich beginnen. So. Wie viel haben wir? 5,20. Also, ich brauche immer 4 Stück. Das können wir tun. So, jetzt ist die Frage, wie viel haben wir noch? Ei, die sind... Weizensamen, die sind teurer. Na, wobei, die kostet das gleiche. Machen wir mal so, machen wir 4 Stück. Können wir einmal Weizen anpacken. Ist es so? Dann werden wir jetzt unsere Gärtnerleidenschaft beginnen. Weil ich kann übers Gärtnern logischerweise auch nochmal mehr Essen machen. Und kann logischerweise auch noch nebenher im Zweifel Geld verdienen. Das können wir jetzt aber auch über diesen komischen Esel nochmal tun. Indem wir nochmal so eine Leiche da eingraben. Aber wenn die alle gerade ein bisschen scheiße sind. Brauchen wir später vielleicht nur ein paar mehr Exhumierungsdingens da. Müssen wir mal gucken, was da jetzt wirklich Sinn macht. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Autopsie... Also ich habe da jetzt ein so ein rotes Schädel. Ja, eigentlich das Fleisch will ich auf jeden Fall haben. Jetzt verlieren wir einen Schädel auf jeden Fall mal. Ja, der Rest brauche ich jetzt gerade noch nicht. Machen wir wieder die gleiche Taktik. Blut, dann ist der weg. Der Schädel dazu rein. Ja, mit. Und jetzt das Fett. So, mit 3 Weißen. Ja, schön ist nett, aber leben kann man so damit. Haben wir da nochmal ein Grab irgendwo hin? Grabstätte, wo bauen wir die hin? So. Wird alles mitgenommen. Statten. Gut. Also jetzt können wir da eigentlich den Scheiß da mal drauf packen. So. Wenn so ein bisschen der Friedhof schöner wird. So. Ah, die fressen es gerade auf. Das ist ein Nullergrab. Die sind alle schlecht. Alle schlecht. Das wird schwierig, sage ich euch. Das wird schwierig, liebe Leute. Ja. So, also da haben wir jetzt ein Thema, wo wir uns echt überlegen müssen, wie wir das Zeug da eine ganz positive verwaltet kriegen. Aber die Leiche hat halt schon einen Haufen und die auch. Aber das Zeug ist halt alles ja Schrott, ne? Aber gut. Was soll's? Bestattungsurkunde. Damit haben wir zumindest jetzt mal ein paar Dinge am Start. Friedhof ist noch nicht schön, aber um den können wir uns jetzt gleich mal kümmern. Ich könnte nochmal zu dieser Klotho da rennen kurz. Und dieses Gespräch suchen.
Weil zumindest, wenn ich das Gespräch gesucht habe, weiß ich wieder, was die jetzt will oder was der von ihr will oder was auch immer. Schauen wir mal, was wieder dabei rumkommt. Vielleicht ist aber auch gar nicht die beste Idee, das zu tun. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Hopefully. Steht die noch immer vor ihrem Haus. Dass die jetzt auch mal schlafen geht, die alte Hexe. Ja. Ich habe es befürchtet, aber wir sind wahrscheinlich nicht so gut befreundet, dass ich da reinlatschen kann. Oh no. Also, Problem. Mitten in der Nacht bringt es uns gar nichts. Wenn wir einfach da ein bisschen Schluck auf Gras bekommen. Das können wir bestimmt später auch für irgendwas brauchen. Müssen wir mal nur erforschen, für was. Irgendwann wird die Alte da wieder davor stehen. Das müsste hoffentlich jetzt mal bald Tag werden. Spätaufsteherin hoffentlich. Das kann ich nicht mitnehmen. Ja, was machen wir jetzt? Die Alte ist nicht da. Jetzt hier rumrennen. So viel ich mag, aber es bringt mir halt nichts. Oh, da hätte ich auch vorbeilaufen können. Ach, herrje. Ja, wo bist du denn? Verarscht mich doch, das kann ja nicht sein, wahrscheinlich. Steht jetzt da? Nö. So, ich muss das neu laden, ey. Ah, jetzt ist sie da. Dreh durch, ey. Glück hätte aber nochmal. Sonst wäre ich jetzt weggelatscht. Ah, ich kann die gar nicht weiter. Okay, ich kann die gar nicht weiter triggern. Müssen wir dann machen. Okay, dann geht's jetzt zu dem Heini in dem Kirchenkeller. Nehmen wir da noch das Eisen mit. So. Zum Heini im Kirchenkeller. Aber ich glaube fast, dass der uns jetzt gerade nicht weiterhelfen kann. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen, ob das funktioniert. Dann widmen wir uns definitiv hier mal unserem Garten. Das ist ein wesentliches Thema dann, was wir machen sollten. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mal mit und mehr haben wir sonst hier nicht. So, die können da weg. Schluck auf Gras kann weg. Blut kann weg, das kann weg, das und das. Uno Momento. So, das kann auch da rein. Und hier kann weg die Geschichte. Ich würde sagen, das ist ein Traum. So. Wo ist er denn? Wo ist der Typ? Ist wieder abgehauen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Wie man es macht, das ist nichts Richtiges. Wahrscheinlich müsste ich das triggern, indem ich die Kirche aufmachen lasse. Vielleicht gibt es da wieder irgendeine Abhängigkeit. Ach Gott, scheiße. Handeln also. Da rein, jetzt haben wir ein bisschen. Ah, den Ruhestand, der wäre halt schon geil. Aber was wird's? Nehmen wir nochmal auf dem Nachhauseweg ein bisschen davon mit. Weil die Frage, was kaufen wir? Weizen. Weizen können wir Brot machen. Brot können wir essen, ja. Keine Ahnung, ob das jetzt die sinnvollste Lösung wieder ist, die ich da gerade mache. Wahrscheinlich wäre effizienter Rüben oder Kohl. Oh ja, passt. 16. Passt auch. Perfekt.
So, entschuldigt bitte. Dann geht's jetzt zurück nach Hause und wir machen Gartenarbeit. Oh, kann ich hier nicht? Okay. Da hängt Honig, aber ich kann nichts abzapfen. Auch wieder interessant. Auch wieder interessant das Ganze. So. Es wird Nacht. Ja, da werde ich den Wärter oder wie auch immer, der sich schimpft, dann doch auch wieder nicht kriegen. Mal kontrollieren wir es nochmal. Ne, ist nicht da. Ist nicht da. Aber eigentlich ist der Wärtertag. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Wir machen das jetzt anders. Wir triggern das hier. Der Brennstoff. Wir können hier, wie viel brauchen wir? 28 ist 140. Zack. So. Kriegen wir da mal genügend raus? Hat ja auch wieder Geld. So. Interessantes Problem. Ich habe so viele Karottensamen gekauft, hoffe ich. Oder habe ich einen Schrott gekauft? Das wäre bitter, wenn ich jetzt mein Geld verschwendet hätte. 20 Weizensamen. Wo habe ich denn die hin? Sag mal. Wow. Habe ich es verkackt? Für was habe ich denn mein Geld ausgegeben? Ich habe Karotten gekauft, nicht Karottensamen. Ach Gott, bin ich dumm. Ui, okay. Aber ja, muss dann halt einfach bestraft werden. Mal einfach mal fett Geld verschwendet. Dünger rein. Dann fokussieren wir uns auf Weizen. Das ist halt unsere neue Anbaustrategie. Zwei Felder können wir noch. Oder ich muss nochmal vorlaufen, weil vielleicht ist auch Folgendes passiert, dass ich keine Tasche hatte. Ah, da habe ich jetzt gleich Honig gemacht. Muss manchmal einfach ein bisschen mehr nachdenken. Eieiei. Aber warum zur Hölle? Ich verstehe es gerade tatsächlich echt nicht, was ich da gemacht habe. Aber wie komme ich, ja klar, wie komme ich sonst zu 28 Karotten? Genau, das ist Thema. Ach Gott, habe ich das ganze Geld dumm beutelt. Seht ihr mal, wenn man nicht richtig aufpasst. Wenn man mal nicht richtig aufpasst. So. Was können wir jetzt tun? Müssen wir nochmal. Das war dumm. Also da an der Stelle würde ich euch einfach empfehlen, es besser zu machen. Ist das blöd, liebe Leute? Ist das blöd? Aber gut. So. Brennstoff, da haben wir nichts mehr. Brauchen wir Brennholz. Na, machen wir ein bisschen Brennholz mal. Da ja genügend haben. So, auf geht's. Und dann widmen wir uns, glaube ich, tatsächlich mal der Kirche. Ah, ne, Karotte haben wir ja nicht. Das ist blöd wieder. Ja, man kann die Dinger verkaufen, wo man... Ah, Gott, das ist so. Das ist so. Was brauchen wir da jetzt? Ja, da können wir jetzt mal einfach alles reinknallen, was wir haben. Ah, okay, doch, so viel brauchen wir jetzt auch wieder nicht. So, 810. Gucken wir mal, wie weit wir da damit kommen. Kann da mal eine Weile dann brutzeln.
So, 32 Eisenstücke, ist ja schön. So, Brennholz, ja, das können wir dann im Inquisitor jetzt mal bringen. Habe ich echt, also wie bescheuert muss man denn eigentlich sein? Da könnte ich mich gerade über mich selber aufregen. Aber gut, machen wir einen Cut in der Folge. Und machen in der nächsten Folge weiter beim Brennholz hier abgebe. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Von daher freut's mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt mir gesund. Bis bald. Euer Seppel.